Anna, wenn Lena fertig ist, kannst du deine Zähne putzen. Lena, zeig mal deine neuen Zähne. Sie sind jetzt schon ganz schön weit rausgekommen. Ja. Aber warte mal, Lena, da ist eine dunkle Stelle. Ich glaube, du hast etwas Karies. Was? Oh nein. Hast du denn Schmerzen? Nein, muss ich jetzt zum Zahnarzt? Ja, ich werde nachher gleich einen Termin machen. Nein, ich will nicht zum Zahnarzt. Oh, muss der Zahnarzt dann bohren? Kann sein, aber das ist nicht so schlimm. Komm, ich putze dir jetzt die Zähne. Oh je, Niki, ich muss zum Zahnarzt. Ich habe ein Loch im Zahn. Ja, danke. Wir kommen nachher vorbei. Ich muss mit Lena zum Zahnarzt. Sie hat ein wenig Karies am Backenzahn. Oh je, soll ich mit ihr gehen? Ich wollte sowieso noch zum Baumarkt. Da liegt der Zahnarzt doch gleich auf dem Weg. Ja, das wäre natürlich super. Mama sagt, dass es beim Zahnarzt gar nicht schlimm ist. Ich weiß nicht, der muss aber bohren. Ich gehe mit und tröste dich, wenn es weh tut. Das ist lieb von dir, Anna. Wann bin ich denn dran? Das dauert immer so lange. Herr Bruder, bitte. Jetzt dauert es nochmal. Ja. Eigentlich geht es doch ganz schnell. Es war ja auch nur ein Patient vor uns. So, die Lena, bitte. Ah, und schau, schon sind wir dran. Lena, du darfst dich hier auf den großen Stuhl setzen. Sitzt du bequem? Ja, es geht. Jetzt bekommst du noch ein Tuch um, damit dein schönes Shirt nicht schmutzig wird. Ich sage der Ärztin Bescheid, dass wir bereit sind. Okay. Anna, schau mal die Geräte an. Welches ist denn der Bohrer? Ich weiß auch nicht. Im Kindergarten hat der Zahnarzt solche Geräte nie dabei. Ihr dürft aber nichts anfassen. Die Geräte sind extra alle ganz sauber gemacht. So, hallo Lena. Hallo. Hallo Herr Hauser. Guten Tag. Und du bist die Schwester? Ja, ich bin Anna. Sollen wir dir noch ein Kissen hinter den Kopf legen, Lena? Oder ist das so okay? Das geht so. Okay, dann werde ich mir jetzt mal deine Zähne anschauen. Oh je. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich schaue zuerst nur mal. Und dazu fahre ich die Lehne nach hinten. Schau, da unten ist ein Fußpedal, fast wie beim Auto. Wenn ich da drauf drücke, geht die Lehne nach hinten. Und hier oben habe ich eine helle Lampe, damit ich gut in deinen Mund schauen kann. Jetzt schaue ich. Ja, da müssen wir ein klein wenig etwas tun. Bevor wir aber anfangen, erkläre ich dir alles. Ich habe hier ein Gerät, da kommt Luft raus. Spür mal auf deinem Arm. Ja, das fühlt sich lustig an. So werde ich jetzt auch kurz deinen Zahn anpusten. Dann kann ich die schlechte Stelle besser sehen. Okay. Müssen Sie denn jetzt bohren? Eigentlich ist das mehr ein Schleifer. Schau mal, so sieht das aus. Und das dreht sich ganz schnell. Da ist sogar noch eine kleine Lampe dran, damit man die Stelle, die man bearbeitet, gut sieht und es kommt noch Wasser raus. Schau, wenn man den Schleifer an die Hand hält, kitzelt es nur. Möchtest du es mal anfassen? Verletzt das nicht den Finger? Nein, dein Zahn ist ja hart. Den kann der Schleifer bearbeiten. Weiche Dinge wie die Haut nicht. Okay, ah, das kitzelt. Ja. Und das hier ist übrigens so eine Art Mundstaubsauger. Damit wird meine Assistentin das Wasser wieder absaugen, das der Schleifer in den Mund spritzt. Ein Wassersauger. Wenn die Karies entfernt ist, werde ich eine Kunststofffüllung in deinen Zahn machen, damit er wieder ganz ist. Die Füllung ist erst weich und wird dann mit diesem Blaulicht gehärtet. Das ist ja cool. Wir fangen jetzt an. Wenn du eine Pause brauchst, hebst du einfach deinen Arm, okay? Okay. Das ist voll spannend. Ih, das Geräusch ist ja komisch. Immer noch alles gut, Lena? Ja. Jetzt darfst du mal den Mund zumachen
und schauen, ob es sich gut anfühlt. Noch etwas komisch. Ja, die Füllung ist noch etwas zu dick. Ich muss noch ein wenig davon abschleifen. Jetzt ist es gut. Super, dann sind wir jetzt fertig. Das war gar nicht schlimm. Du hast das wunderbar gemacht, wie eine Große. Da hast du dir jetzt eine Belohnung aber verdient. In Zukunft solltest du dir deine Zähne immer gründlich putzen. Etwa 3 Minuten lang nach jedem Essen. Ja, das werde ich machen. Oh, da sind lauter Bücher drin. Ich suche mir das aus. Danke. Weil du so brav gewartet hast, darfst du dir auch eines aussuchen. Danke. Vielen Dank. So, Kinder, jetzt müssen wir noch in den Baumarkt. Ah, da könnten wir doch einen Bohrer kaufen. Dann können wir zu Hause Zahnarzt spielen. Oh, lieber nicht. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier gleich weiterschauen. Hier gibt es jetzt weitere Videos von Familie Hauser.